Ich Wieso denke bekomme ich mal. denn? Ich bekomme auf den fünften eine Rakete. Und noch eine Rakete. Gut, die setze ich jetzt auch mal ein. Lol. Nice Hex. Hoffentlich überfahre ich den vor mir. Lol, die Raketen haben sich gerade demoliert. What the fuck? Zehn Sekunden, geil. Ja, gut. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mario Kart 8. Relativ improvisiert. Eigentlich war eine Folge Mario Kart Wii geplant, aber ja, wäre da ein bisschen doof gewesen, denn wie ich schon in einem der letzten Parts angekündigt habe, ich weiß gar nicht mehr, welcher das war, ist heute ein Gast dabei, und zwar Hi, der E-Beams. Kai. Kai. Ja, der Kai. Und ich muss mich jetzt schon mal so ein bisschen entschuldigen, falls es. Oh, warte, mach mal wieder den Sound aus. Jetzt hatte ich erstmal den Gamepad-Sound an. Ich muss mich jetzt schon mal ein bisschen entschuldigen für die Leute, die sich jetzt hier Mario Kart Wii gewünscht haben. Das werde ich dann wahrscheinlich am Sonntag aufnehmen. Also morgen werde ich dann Montag hochladen, weiß noch nicht. Wir nehmen das hier gerade übrigens am Samstag auf, also einen Tag nach der alles vernichtenden Kirmes. Und ja. Es ist auf jeden Fall sehr schön, nach sowas zu zocken. Vor allem, weil ich gerade so ein bisschen die Reste von gestern noch gesehen habe. Beispielsweise in meinem Zimmer auf dem Boden liegt jetzt so eine Mische, die aus 90% Wodka besteht. Danke dafür auf jeden Fall nochmal, Sarah. Und ja, gut, du hast einen Stachel bekommen, das ist sehr schön. Kai kann, weißt du, du kannst rechts hin mit den Tasten driften übrigens. Ja, das weiß ich. Okay, alles klar. Also nicht wundern, Kai ist jetzt so ungefähr auf dem Niveau wie der Kaba, also wir haben beide noch nicht so wirklich gespielt. Ich Wieso denke bekomme ich mal. denn? Ich bekomme auf den fünften eine Rakete. Und noch eine Rakete. Gut, die setze ich jetzt auch mal ein. Lol. Nice Hex. Hoffentlich überfahre ich den vor mir. Lol, die Raketen haben sich gerade demoliert. What the fuck? Was wolltest du? Was hast du jetzt gesagt, E-Beams? Ich eins nur. Achso, ja, das stimmt noch. Das Problem ist auch, in dem Spiel kannst du nicht so sehr reinlacken wie in Mario Kart Wii. Also Mario Kart Wii, da wärst du jetzt hier. Ne, okay, bei Mario Kart Wii ist halt so, du hast da keine absoluten Noobs. Ich bin ein absoluter Noob. Ja, aber im Global findest du ja keine mehr. Okay, warte mal, ich bin jetzt hier gerade schon Dritter. Setz am besten ein, bevor das nächste Item kommt, ja genau. Und ja, was wollte ich jetzt noch sagen? An all die Leute, die jetzt auf WhatsApp, die ich auf WhatsApp habe, die meinen Status gesehen haben, es tut mir leid, dass ihr sowas mit ansehen musstet. Ach du Scheiße, was mache ich hier? Fünfter, komm, Fünfter ist okay. Ja, Fünfter. Gibt's. Ich glaube, du bist nicht mal Letzter. Da vorne ist der Vorletzte. Okay, aber gar nicht schlecht eigentlich. Ja, komm. Okay, aber nee, ich glaube, das sind Turbostreifen, die überholt ich. Na, schade. Aber dafür, dass das. Okay, es ist auch ein Gast. Aber ihr wart ungefähr gleich gut. Es war eine Franzacke sogar. Wieso ist eigentlich ein Fragezeichen vor meinem Namen? Ich weiß es nicht. Naja, nichts drin. Oh. Was denn? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, mein PC hat gerade angefangen, Captain Blaubeer zu lesen. Naja, egal. es ist. Also, ihr müsst wissen, ich habe, als ich fünfmal mal ein Spiel namens Captain Blaubeer Bunning auf Zack oder so gespielt. Und das hat meine Mutter jetzt mal wieder seit. Also, es ist wirklich von 2005. Ja, dieses Spiel ist von 2005. Und meine Mutter hat es jetzt mal wieder ausgegraben. Ich weiß nicht, ich habe das so 2007, 2006 gespielt, durchgehend irgendwie. Und. Danke. Und Bitte. deswegen. deswegen, ja, habe ich es jetzt tatsächlich mal wieder gespielt. Auch hier gehen Grüße an Sarah raus. Ich nehme jetzt übrigens das Let's Play mit Kai auf, weil du den Jägermeister von gestern mitgenommen hast. Nee, Spaß. Aber ja, ich habe das Spiel jetzt mal wieder gespielt, deswegen ist es jetzt gerade noch im PC drinne. Und ich dachte gerade irgendwie, er liest, aber anscheinend doch nicht. Zum Glück. Ist aber auf jeden Fall mal lustig, mal wieder so ein Spiel zu spielen. Ihr könnt mir auch gerne mal sagen, wenn ich davon tatsächlich mal so ein Let's Play machen soll, also Let's Play Kindheitsgame oder was weiß ich. Weil dieses Spiel habe ich wirklich gespielt, als ich 7 war. Das war erste, zweite Klasse. Und. Ja, das. Also für damals ist das Spiel gut, finde ich. Da sind Sarah und ich uns schon einig. Kai muss ich dann auch noch überzeugen. Da spielen wir dann mal, wenn ich das Video hier hochlade. Und was lachst du denn da? Captain Blaubeer hier for the Ich win. freue mich drauf.
Ja, es ist aber wirklich ein tolles Spiel. Also für 2005 ist dieses Spiel besser als. Ja, also für damals hat es so Da ungefähr. gibt es nicht so viel Ärger. Ja, genau. Da gibt es nicht so viel Ärger. Aber da, für damals hat das Spiel eigentlich eine ganz gute Grafik. Ja, das hat sogar schon HD. Und das ist für 2005 doch schon klasse. Was ist denn das da vorne eigentlich? Was fährt denn da rum? Hier fahren 1000 Japaner rum, hier mit was weiß ich für Schriftzeichen im Namen. Geil. Ach, was mache ich denn hier? Ach du Scheiße. Tut mir leid, ich habe das Spiel jetzt auch schon länger nicht mehr gespielt. Und mit Nunchuck, danke nochmal an Miu übrigens, ist das Ganze nochmal schwieriger. Und wofür man sich auch noch entschuldigen könnte, ist die vielleicht schlechte Mikrofonqualität, ich weiß es nicht. Weil wir nehmen das hier gerade relativ, wie gesagt, improvisiert auf und das Mikrofon liegt auf dem Tisch. Ja, und deswegen weiß ich nicht genau, wie die Audio ist, ob man Kai sehr gut hört oder ob man relativ wenig hört. Nee, das stimmt nicht. Aber ich denke mal, das geht schon so. Ja, Zitterloy, oder? Ja, moin! Nee, moin, 10. Als letzter. Ja, 10er, lol. Aber vielleicht dann ein Disconnect? Komm. Ah, schade. Naja, 3 Minuspunkte können wir uns leisten. Ich habe, glaube ich, plus 6 oder so bekommen. Ist ja voll der Noob-Raum, außer dieser, der Japaner da in der Mitte. Voll der gute Raum, meine ich eigentlich. Der Japaner in der Mitte war der einzig schlechte. Und du halt. Der weiß, wo er herkommt. Ja, der weiß, wo er kommt. ja, Regenbogenboulevard als Anfänger eine sehr schöne Maßnahme, um Kai jetzt auch die letzten Punkte zu rauben. Gas geben müssen, wenn es war. Oh Gott. Ja, ein Part, ein Thema für den Part, ein Part für das Thema gibt es auf jeden Fall nicht. Wisst ihr Bescheid? Was war denn das gerade? Ich weiß auch nicht. Irgendwie, bei mir war es jetzt gerade so, ich habe gedriftet und da war schon dieses blaue Ding, aber es hat nichts gezählt oder so. Also ich war einfach langsam, naja. Ja, deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, wir könnten so ein kleines bisschen über Kirmes reden. Okay, das wird jetzt vielleicht, naja. Ich sag mal, ich werde nicht alles erzählen. Ich sag's auch mal so, es war so, wie es jetzt alle erwarten. Also, ja, schlimm. Aber ich habe keinen Kater. Und Kai auch nicht. Obwohl wir gestern schon ziemlich. Ja. Heute wird's schlimmer. Ja, ich glaub's auch. Wenn die Sarah keinen Jägermeister mitbringt. Auch wenn ich ihn sowieso wahrscheinlich nicht saufen werde. Ja, danke, scheiß Tinten. Fisch, Alter. Ich sehe die Strecke einfach nicht. Ich höre nur Kai neben mir stöhnen. Oh. Da ist der vorletzte Kai. Der vorletzte, den kriegen wir. Ja, genau. Also sorry, auch wenn wir jetzt hier ein bisschen random reden, aber ich habe schon 100 Mal gesagt, das Video ist absolut improvisiert. Ich wollte eigentlich wirklich erst Mario Kart Wii aufnehmen, da hätte Ja, ich vorletzte. theoretisch. Hat meine Katze gerade vor der Tür miaut? Ja, das war Mario, oh mein Gott. Ich habe mich auch, oh mein Gott, ey. Das ist nicht mein Ernst. Na, der hat mir jetzt nicht wirklich der. Wo ist mein Stern? Der Wichser, Alter. Ey, wenn er mich jetzt noch hupt, ne? Kleine Missgeburt, geh weg. Was ein Ja, Hurensohn. super, danke. Was ein Hurensohn, ey. Ich hasse mein Leben. Ist es ein Kotspiel? Ist es ein Dreckspiel? Kauft euch dieses Spiel nicht. Kauft euch auch nicht die Konsole, es war ein absoluter Reinfall. Kauft euch auch nicht die Switch übrigens. Genauso schlimm. Ja, ne, ist natürlich jeden seine Meinung. Aber ich finde beide Konsolen nicht mehr gut. Die Wii ist. Der einzige wahre Erfolg von Nintendo, naja, okay, der DS und 3DS, die schlagen sich auch gut. Der normale DS ist, glaube ich, sogar noch beliebter. Aber ich werde Achter. Und guck, wo ihr seid, Alter. Ich überrunde euch gleich. Ja! Nee, okay, Achter. Ja, okay, nochmal schöne Banane mitgenommen. Easy 10er. Los, Trigger's Item. Drei Pilze, Alter. Er hat schon wieder eine Rakete gezogen, der vor dir war. Da hüpft er noch mal kurz vorm Abgrund. Oh Gott. Ja gut, aber ist. Naja, 11 Minuspunkte in 3 Rennen, das kann man noch verkraften. Irgendwann geht es nicht mehr weiter, dann sind es 0 und dann bekommst du keine Minuspunkte mehr.
Was ein Toast? Ist es ein, ja, ich wollte gerade sagen, ist es ein guter Toast? Nee, das wusste ich nicht. Auf dem Bildschirm. Hä? Achso, also auf A, mit normalen A geht's nicht? Nee, nur wenn man drauf drückt. Achso, alles klar, ja, dann ist das deswegen. Oh, nochmal Regenbogen Boulevard. Gut gemacht, Kai. Ja, nice. Ja, gegen schöne Japaner, keine Deutschen. Dafür noch ein paar Franzosen und okay. Italien. Und Trump. Ja. Ja, nochmal Regenbogen Boulevard. Ich finde es übertrieben mit drei Regenbogen Boulevard Strecken da im Spiel. Das ist irgendwie scheiße. Eine reicht. Definitiv. Bei Mercury war es besser geregelt. Mercury ist sowieso komplett besser als das Spiel hier. Aber wie gesagt, ich habe auch keine 2D-Wii-Fernbedienung mehr, beziehungsweise meine ist ja kaputt. Was macht denn der Bowser da links? Ja, danke. Wow. Ja, gutes Spiel. Kann mir jemand sagen, was ich hier gerade getan habe? Oh mein Gott. Fuck. Ich habe so voll im Rückspiegel gesehen, wie du runtergefahren bist. Okay, also genauso wie ich jetzt. Zu meiner Verteidigung, ich fahre gerade mit Nunchuck und das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, bei mir gedacht. Okay, die letzten zwei, drei Parts, aber naja. Ja, ich bin vor dir. Du bist übrigens gerade, ja, ich wollte gerade sagen, du bist vor dem, der seit 7 Jahren Mario Kart Wii spielt. Easy. Easy. So, das ist übrigens schon das letzte Rennen. Leute, es tut mir leid, aber ich freue mich echt, weil irgendwie, ich hatte echt keine Lust mehr aufzunehmen. Nein. Ich dachte mir dann doch, ja, komm, dann mal hier, bitte. Nein. Ich hatte teilweise echt keine Lust mehr aufzunehmen, aber ich dachte mir dann, komm, du musst doch noch ein Video bringen. Das hast du jetzt gesagt, dass du eins bringen willst. Und da mache ich das natürlich dann auch. Was? Ja, was wollte ich zu Kai noch sagen? Zu Kai habe ich gesagt, dass es noch einen Minecraft-Part mit den Kai gibt. Schreibt mal bitte in die Kommentare, ob ihr Kai daraus noch kennt, aber ich denke mal, das sollten... So 99% Leute, LOL, das ist ja letzte Runde schon, Leute von meinem Kanal nicht mehr kennen, weil das schon 2015 oder 14 war. Ich hab Knochen, ich kann sie zähmen. Ich hab Knochen, ich kann sie zähmen, ja, das war's, das war der einzige Moment, der im Video, da, der das Video bereichert hat, das hat nämlich der gute Kai gesagt. Bist du letzter? Sieht nicht so aus, oder? Ja. Bist du vorletzter? Ja. Plus 0, plus 0! Jawohl. Vorletzter. Ja, gut, dann, wäre es das auch schon für diesen Part. Ich hoffe mal, die Abwechslung hat euch nicht zu sehr gestört. Mario Kart Wii wird am Montag kommen oder am Dienstag, je nachdem wie ich Zeit habe. Das Gute ist jetzt übrigens auch, ich habe keine Fahrschule mehr, heißt Mittwoch kann jetzt wieder ein gediegenes Video kommen, was es ist, weiß noch nicht. Nächste Woche, beziehungsweise, ja, nächste Woche wird was mit CSGO kommen, aber gut, lassen wir es erstmal. Ich würde auf jeden Fall sagen, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und ja, ihr kennt das Prozedere. Gut, dann ciao Leute, bis zum nächsten Mal und haut rein. Tschö. Tschüssi. Warte, okay, jetzt bestimmt.